Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Bar-Shelter. Es geht um Freifunk und Recht. Wenn ich einen Access Point betreibe und diesen offen habe, habe ich eine rechtliche Grauzone in gewisser Weise. Und dazu gab es in letzter Zeit drei interessante Urteile, zu denen Andreas Gietl, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Konstanz, Arbeiten geschrieben hat, die er jetzt euch hier vorstellen wird. Einmal Applaus bitte. Ja, hallo, guten Morgen. Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Es geht um Folgendes. Es ist ein bisschen in der Freifunkszene nach diesem Urteil des LG Hamburg vom letzten Juni, das sehr hohe Wellen geschlagen hat, ein bisschen Unsicherheit eingekehrt in der Freifunkszene, weil nicht genau wusste, hafte ich jetzt, wenn irgendjemand da Urheberrechtsverletzungen begeht oder hafte ich da nicht. Ich habe wahnsinnig viel Hall. Ja. Okay, also es gibt also mittlerweile nicht nur ein Urteil vom L zu dem Thema, sondern es gibt mittlerweile drei Urteile, eins vom LG Hamburg, eins vom LG Frankfurt, eins vom LG Mannheim. Alle drei nehmen die Störerhaftung für den Betreiber offener Funknetzwerke an. Zugrunde liegt immer folgender Sachverhalt. Irgendjemand lädt über einen Internetzugang Musikstücke runter, beziehungsweise bietet die an. Und dann sagen natürlich die Rechteinhaber, hallo, das darfst du nicht. Und wir hätten jetzt gerne, dass von dir erstmal Geld und zweitens, dass du bitte in Zukunft aufhörst, diese Dateien zu verbreiten. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber hallo, Moment, das war ja gar nicht ich, aber ich habe ein offenes Funknetzwerk und vielleicht hat sich da jemand eingeloggt und die Dateien darüber angeboten. Zunächst mal die Frage, für Nichtjuristen ja wohl doch etwas irritierend, was ist eigentlich Störerhaftung? Landläufig stellt man sich darunter immer jemand vor, der stört und der haftet dann. Und genau das ist es auch. Ich muss also nicht einen Schaden verursachen, sondern ich muss nur eine Störung verursachen und dann hafte ich. Ich hafte allerdings nicht auf Schadensersatz oder ich komme auch nicht ins Gefängnis, sondern ich muss es nur in Zukunft unterlassen, mal diese Störung zu verursachen. Diese Störerhaftung existiert nicht nur, wenn ich selbst direkt störe, als sogenannter Verhaltensstörer, sondern auch dann, wenn ich rein als Zustandsstörer für eine Sache oder einen Zustand verantwortlich bin und die Möglichkeit habe, diesen Zustand in Zukunft abzustellen. Ich betreibe also ein Funknetzwerk und jemand loggt sich in mein Funknetzwerk ein. Lassen wir mal die Frage offen, ob das Funknetzwerk absichtlich oder unabsichtlich offen ist. Ich denke mal, die meisten sind immer noch unabsichtlich offen. Dann habe ich ja eigentlich selber bin ich nicht direkt verantwortlich. Es reicht aber eben die mittelbare Kausalität. Ich muss also selber nicht die letzte Ursache gesetzt haben, die zur Rechtsverletzung geführt hat. Ich muss also selber nicht den betreffenden Musiktitel ins Internet gestellt haben oder im Internet angeboten haben, sondern es reicht, dass ich eine Ursache gesetzt habe. Und eine Ursache war eben in diesem Fall ein offenes Funknetzwerk und das hat eben jemand benutzt für seine Rechtsverletzung. Ich habe auch eine Verhinderungsmöglichkeit, zumindest rein tatsächlich. Ich kann mein Funknetzwerk abschalten, ich kann mein Funknetzwerk verschlüsseln, ich kann, sagen wir mal jetzt, so wie das LG Hamburg das angenommen hat, ich kann die File-Sharing-Ports sperren. Ich habe also eine Verhinderungsmöglichkeit und, das muss noch hinzutreten, sogenannte adäquate Kausalität. Es darf also nicht außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit sein, dass eine derartige Rechtsverletzung eintritt. Das wird man schlecht bestreiten können. Es ist also durchaus im Rahmen der normalen Lebenserfahrung, dass also wenn ich einen Netzwerkverkehr eröffne, dass da jemand Urheberrechtsverletzungen begeht. Ist damit klar, was Störerhaftung ist? Also es geht darum, auf Unterlassung zu haften und nicht auf Schadensersatz. Insofern die erste gute Nachricht. Es kommt halb so wild. Voraussetzungen, dass ich als Störer in Anspruch genommen werden kann, sind Prüf- und Handlungspflichten, wie die Juristen das nennen. Es geht also darum, dass ich gewisse Pflichten haben muss, die sich aus Verkehrspflichten ergeben, aus gewissen Erfahrungen, aus gewissen Schadenswahrscheinlichkeiten, die besagen, dass ich eben verpflichtet bin, diesen Zustand abzustellen oder dass ich einen gewissen Zustand laufend überprüfen muss.
Das Gericht hat eben gesagt, also das LG Hamburg hat es ja erfunden, alle anderen haben es ja mehr oder weniger nur abgeschrieben, sind dem Ganzen zu 100% gefolgt. Das ist natürlich klar, ist auch weniger Arbeit, als sich selber Gedanken zu machen. Sagen also ja, die Handlungspflichten, die bestehen, denn man kann ja sein Funknetzwerk verschlüsseln oder File-Sharing-Ports sperren. Also die schlechte Nachricht für Freifunker, eigentlich darf es gar keinen Freifunk geben, weil wenn ich mein Netz verschlüssele, dann habe ich keinen Freifunk mehr. Ja, diese Rechtsprechung beruft sich da auf zwei alte Urteile, eigentlich drei und ein neueres Urteil, sogenannte Kopierladenentscheidung des BGH, des Bundesgerichtshofs. Da hat also die Hersteller irgendwelche Verlage, haben geklagt gegen Kopierläden. Man beachtet, das war schon in den, das war in den 70ern, glaube ich, haben geklagt. Also ihr müsst jetzt in Zukunft dafür Sorge tragen, dass bei euch keiner urheberrechtlich geschütztes Material kopiert. Zumindest nicht über den Rahmen hinaus, den also die Privatkopie erlaubt. Also einzelne Kapitel oder einzelne Seiten oder einzelne Aufsätze darf man ja kopieren. Es wird ja dann auch vergütet über die VG Wort. Aber ganze Bücher darf man eben nicht kopieren. Da hat der BGH gesagt, ja Moment, hallo, also die betreiben den Kopierladen, die können nicht jeden, also einen Kopierladen zum Selbstkopieren, die können nicht jedem überprüfen, ob er da ein ganzes Buch kopiert. Und dann können die ja auch nicht immer entscheiden, ist das jetzt nur ein Kapitel oder ist das jetzt wieder zulässig oder darf der das zweimal kopieren oder dreimal kopieren oder darf es nur einmal kopieren. Deshalb sagen wir hier, okay, nee, Unterlassungsanspruch an sich nicht gegeben, aber die Kopierläden müssen in Zukunft so ein Schild hinhängen, wo also draufsteht, sie dürfen nur einzelne Kapitel und einzelne Aufsätze kopieren, sie dürfen aber nicht ein ganzes Buch kopieren. Ich habe dann daraufhin, nachdem ich den Aufsatz geschrieben habe, mal Acht gegeben und diese Schilder hängen da wirklich. Also da hängen wirklich in jedem Kopierladen so Schilder, also die Leute halten sich da auch dran. Ist klar, wenn sie es nicht machen und es kommt irgendein Verrückter vorbei und sieht, dass sein Buch kopiert wird oder sein Skript oder wie auch immer, dann sagt er, ja, hallo, Moment, hier Unterlassungsanspruch. Also von daher tun die Kopierläden da gut, sich auch dran zu halten. Es handelt sich ja immerhin um eine letztinstanzliche Bundesgerichtshofentscheidung. Bei unseren Urteilen hier handelt es sich um erstinstanzliche Urteile vom LG und auch immer nur im einstweiligen Rechtsschutz. Ich warte immer noch drauf, dass mal vom OLG ein Urteil kommt, aber da ist bis jetzt nichts gekommen. Also ich hoffe immer drauf, dass die OLGs das kapieren, aber warten wir mal ab. Wenn sie es wieder nicht kapieren, dann müssen wir halt nochmal was schreiben. Dann gibt es noch eine zweite Entscheidung vom BGH, sogenannte Tongeräteherstellerentscheidung. Das ist also schon in der Mitte der 50er, da hat die Musikindustrie schon angefangen, so zu ein bisschen sich juristisch aufzurüsten offensichtlich. Da haben sie im Prinzip das Gleiche, was sie jetzt mit den File-Sharern und mit den Betreibern von File-Sharing-Netzwerken machen, versucht mit Tonbandgeräteherstellern zu machen und haben also versucht zu erwirken, alle Achtung, dass jeder, der ein Tonbandgerät kauft, seinen Personalausweiskopie vorlegen lassen muss, um quasi so vorzubeugen, dass also der Urheberrechte verletzt werden. Ich glaube, der BGH war auch entsetzt und hat das Ganze auch völlig abgelehnt. Also es gibt da keine Pflichten, wie wir ja alle wissen. Man kann ja überall einen Kassettenrekorder kaufen oder einen CD-Brenner und dergleichen. Das wird ja auch entsprechend dann vergütet über die entsprechenden Verwertungsgesellschaften. Ja, was die Gerichte leider alle übersehen haben, es gibt das sogenannte Telemediengesetz. Ich weiß nicht, warum sie es übersehen haben. Ich vermute mal, es war auch ein bisschen Absicht. Sie wollten da irgendwie, ich glaube beim LG Hamburg war es so, die haben sich gedacht, der hat das schon selber gemacht. Und jetzt will er aber nicht dafür haften und jetzt behauptet er ganz einfach, jemand hat sein offenes Funknetzwerk benutzt. Und deshalb haben sich die gedacht, Mensch, dem müssen wir jetzt eins überbraten, der kriegt jetzt also den Unterlassungsanspruch über die Rübe. Und haben da also so ein bisschen rechtsfolgenorientiert gearbeitet und haben wohl nicht ganz verstanden, was sie damit eigentlich anfangen. Ja, wenn man damit ernst machen würde, müsste ja eigentlich auch jeder DSL-Provider sein Netz, also gut, die verschlüsseln ja ihr Netz quasi, weil sie gewähren nur demjenigen Zugang, der bezahlt hat oder der seinen Anschluss hat. Aber die können ja auch nicht sicherstellen, dass niemand Drittes den verwendet. Und die müssten ja dann auch letztendlich die Ports für File-Sharing sperren. Aber sowas hat ja noch nie irgendjemand behauptet oder verlangt. Denn man kann ja über File-Sharing auch sinnvolle Dinge machen. Wobei die Betreiber würden es wohl ganz gern machen, ne? Weil dann hätten sie weniger Traffic, aber dann würden sie auch weniger Breitbandanschlüsse verkaufen. Na gut.
Der Paragraph 7 Absatz 2 Satz 1 Telemediengesetz sagt also, Diensteanbieter und so weiter und so fort sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Ja, was sagt uns das? Wir müssen erstmal untersuchen, ob jemand, der ein offenes WLAN betreibt, ein Diensteanbieter ist, der Informationen übermittelt. Das ist also völlig herrschende Meinung, ja. Jemand, der ein offenes Funknetzwerk betreibt, damit sich da jemand anders einklingt und ins Netz vermittelt, wird genauso behandelt wie jemand, der DSL-Anschlüsse vermarktet, wie jemand, der UMTS vermarktet, der WiMAX vermarktet, wie auch immer. Wie jede Uni, die ihren Studenten Zugang gewährt, wird genauso behandelt. Warum sollte da auch ein Unterschied bestehen? Es gibt sogar noch die Nuance, dass man sagt, okay, wenn man das Ganze unentgeltlich macht, dann haftet man eigentlich noch weniger. Also ist zumindest im Störerhaftungsrecht anerkannt. Okay, die anerkannt ist also, dass wenn ich vorsätzlich ein offenes WLAN betreibe, dann bin ich Diensteanbieter im Sinne von Absatz 7 Absatz 2 Satz 1 Telemediengesetz, beziehungsweise vorher war das Paragraph 8 Teledienstegesetz. Meiner Ansicht nach auch, wenn ich mein Funknetz fahrlässig offen lasse. Dazu gibt es eigentlich in der Literatur sonst nichts, außer meiner Ansicht, aber das muss ja nicht schlecht sein. Das entscheidende Argument ist meiner Meinung nach, dass ich ja, wenn ich etwas fahrlässig mache, eigentlich noch weniger tue, als wie wenn jemand es vorsätzlich macht. Also mein Tatbeitrag sozusagen, der wiegt ja geringer und nicht mehr, als wie bei einem vorsätzlich offenen Netz. Also wenn ich weniger tue, nämlich nicht einmal Vorsatz habe, sondern es nur fahrlässig mache, warum soll ich dann mehr haften als jemand, der es absichtlich macht? Die Gefahr, die dadurch eröffnet wird, ist ja die gleiche. Ja? Also die Gefahr, dass jemand sich in das Funknetzwerk einloggt, ist die gleiche, wie wenn, ob ich es vorsätzlich oder fahrlässig mache. Und deshalb denke ich, dass also auch bei einem fahrlässig offenen Netz diese Privilegierung des Paragraph 7 zutrifft. Ja. Was sagt uns das jetzt im Rahmen der Störerhaftung? Wir haben ja vorhin gesagt, wir brauchen also Prüf- und Handlungspflichten, beziehungsweise Prüf- oder Handlungspflichten, um einen Anspruch auf Unterlassung anzuerkennen. Ja, was der Paragraph 7 sagt eben, man ist nicht verpflichtet, die übermittelten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen. Ja, hier haben wir wieder das Wort Überwachung drin und damit sagt uns eigentlich schon, das Paragraph 7 Telemediengesetz befreit uns von unseren Überwachungspflichten. Wenn ich nicht verpflichtet bin, mein Netz zu überwachen, dann kann ich auch nicht verpflichtet werden, es zu verschlüsseln oder bestimmte Ports zu sperren. Allerdings sagt der Paragraph 7 Absatz 2 Satz 2 Telemediengesetz, die Verpflichtung zur Sperrung oder Löschung nach allgemeinen Vorschriften bleiben unberührt. Was sagt uns das wiederum? Sperrung oder Löschung sind also schon terminologisch zwei Begriffe, die nach Kenntnisnahme erfolgen müssen. Also ich muss nicht überwachen, aber wenn ich Kenntnis erlange von einem gewissen Inhalt, dann muss ich ihn sperren oder löschen. Löschen trifft jetzt eher auf einen Hosting-Provider zu, da kommen wir kurz auch noch drauf, und sperren trifft dann eben auf den Access-Provider zu. Er muss also den Inhalt sperren. Okay, aber es geht natürlich noch weiter. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Ganz kurzer Exkurs zum Telemediengesetz. Der Paragraph 8 privilegiert also Access Provider und der Paragraph 10 privilegiert Hosting Provider. Aufgrund dieser Paragraphen, diese Paragraphen regeln aber nicht es muss 9 und 11 sein. Oder? Nein, stimmt schon, 8 und 10. Und 7 betrifft meiner Ansicht nach nur die Störerhaftung. Da geht es um die Schadensersatz- und strafrechtliche Seite. Also entscheidend ist der Paragraph 8 Telemediengesetz, wenn es um Schadensersatz oder Strafrecht geht. Gehen wir schnell kurz vor. Also Paragraph 8 schließt aus, dass ich Schadensersatz zahlen muss, es sei denn, es liegt kollusives Zusammenwirken vor. Das heißt, ich bin der Anbieter des Internetzugangs, ich betreibe das offene Funknetzwerk und ich weiß ganz genau und ich habe das auch mit dem anderen ausgemacht, du stellst jetzt hier urheberrechtlich geschütztes Material ins Internet und ich weiß das und ich wirke daran absichtlich mit. Dann muss ich Schadensersatz zahlen, ist klar. Weiß ich auch Bescheid und habe das ja auch mitfahren lassen. Exakt so läuft es bei der Strafbarkeit. Also wenn es jetzt um irgendwelche Delikte nach Urheberrechtsgesetz geht oder wenn es um irgendwelche Computerspionage oder Computersabotage oder dergleichen geht, auch der 8 Telemediengesetz ist auch völlig anerkannt. Wie geht das wieder zurück? Okay. Zusätzlich muss hinzukommen bei der Störerhaftung, dass also die Handlungspflichten, die möglich sind, also wir nehmen jetzt an, ab dem Zeitpunkt, wo wir von der rechtswidrigen,
von dem rechtswidrigen Inhalt Kenntnis haben, treffen uns also Prüfpflichten. Ja, gut, aber da muss natürlich hinzukommen, dass ich eine zumutbare Handlungsmöglichkeit habe, um den Zustand abzustellen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich ein offenes WLAN betreibe, was ist denn da eine zumutbare Handlungspflicht? Wir haben schon gesagt, also Verschlüsselung ist meiner Meinung nach nicht zumutbar. Denn erstens betreibe ich dann kein offenes WLAN mehr und niemand kann mir verbieten, ein offenes Funknetzwerk zu betreiben. Denn wenn man sich mal anschaut, was genau passieren würde, wenn ich das Funknetz verschlüssele, dann habe ich ja folgende Situation, dann kann nur noch derjenige ins Netz, der den Schlüssel hat. Also letztendlich ist es dann eben eine Zugangsschranke. Und diese Zugangsschranke, die wird eben nur aufgebaut, beziehungsweise die Rechtsprechung will diese aufbauen, weil sie eben irgendwie nicht damit leben können, dass also jemand anonym ins Internet geht. Jetzt sage ich aber, der Gesetzgeber will das aber. Also der Gesetzgeber hat ja extra in § 88 Telekommunikationsgesetz festgelegt, dass Verkehrsdaten nur dann gespeichert werden dürfen, wenn sie zur Rechnungslegung, beziehungsweise 98, Telekom festgelegt, dass es nur dann gespeichert werden dürfen, wenn sie zur Rechnungslegung oder zu anderen Zwecken notwendig sind. Im Umkehrschluss bedeutet das, ich darf die Daten ja gar nicht speichern. Wenn ich auch bei einem normalen DSL-Anschluss nach einer gewissen Zeit, also sagen wir mal jetzt Fall T-Online-Urteil LG Düsseldorf 7 Tage, nach einer gewissen Zeit ohnehin nicht mehr in der Lage bin, den Anschlussinhaber festzustellen, also auch die ganz normale Nutzung eines DSL-Anschlusses über Flatrate anonym ist, oder wenn ich in der Uni online gehe, dürfen die ja auch nichts speichern. Eigentlich machen sie natürlich alle trotzdem, aber dürfen die auch nichts speichern. Dann kann ich natürlich im Umkehrschluss sagen, bin ich auch nicht verpflichtet, mein Netzwerk zu verschlüsseln, denn niemand schreibt mir vor, dass ich nur mir bekannte Nutzer ins Netz lassen darf und dass der auch wieder nachvollziehbar auffindbar sein muss. Dafür spricht auch der § 111 Telekommunikationsgesetz, der eine Aufnahme von Bestandsdaten über die Benutzer nur vorsieht, wenn ich also Rufnummern vergebe. Und ich vergebe, wenn ich ein WLAN habe, keine Rufnummern, also muss ich auch die Bestandsdaten nicht aufnehmen, muss ich die Identität meiner Nutzer nicht feststellen. Eine Ausweiskontrolle muss ich nach 111 Telekommunikationsgesetz ohnehin nicht machen, auch wenn es die ganzen Mobilfunkanbieter und so natürlich machen, aber das machen die natürlich aus Rechnungslegungsgründen. Okay, dann kommt hinzu, dass ich ja eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit habe, jemanden aus meinem offenen Funknetzwerk auszusperren. Also ich kann jetzt auch, wenn ich jetzt schaue, okay, dann lassen wir halt das Funknetzwerk offen, aber den einen, den musst du jetzt aussperren. Ja, da muss man natürlich sehen, wie könnte man den sperren. Okay, man könnte die MAC-Adresse sperren, aber soviel ich weiß, also die Funknetzharte, die ich habe, die kann immer nur positiv MAC-Adressen leihen lassen, die kann aber keine MAC-Adressen aussperren. Wenn jemand eine andere Hardware hat, ist schön. Und dann kommt natürlich hinzu, dass ich die MAC-Adresse ja problemlos ändern kann. Also es bestehen einfach für den Betreiber von einem offenen Funknetzwerk keinerlei Möglichkeiten, eigentlich einzelne Benutzer oder einzelne Inhalte auszusperren. Wenn man sich das anschaut, was da passiert mit dem Access Point, da hat man eben nur beschränkte Möglichkeiten. Und von daher denke ich, dass man letztendlich dazu kommt, dass selbst wenn ich von dem Inhalt Kenntnis habe, und jetzt muss allerdings hinzukommen, diese Inhalte dürfen nicht von erheblichem Gewicht sein. Also irgendwelche Musiksongs, irgendwelche Software und dergleichen, da muss ich wahrscheinlich nichts machen. Aber, also richtiger Ansicht nach, schauen wir mal, was die OLGs machen und was der BGH macht. Wenn jetzt zum Beispiel um Kinderpornografie geht, da muss ich mich natürlich schon ein bisschen mehr bemühen. Aber natürlich auch nur dann, wenn es fortgesetzt sein sollte. Wenn jetzt da einmal Kinderpornografie drin sein sollte, ja mein Gott, dann war sie halt einmal drin, kann ich nichts machen, hätte er ja auch irgendwo anders machen können. Aber wenn natürlich da immer wieder fortgesetzt was auftritt, dann wird man schon verpflichtet sein, was zu machen. Wie gesagt, bei normalen Rechtsverstößen, die jetzt unterhalb dieser Schwelle sind, also oder unterhalb der so einer erheblichen Rechtsverletzung sind, wohl nichts. Okay. Jetzt ganz wichtig für die Betreiber von freien Funknetzwerken, wie schaut es aus mit den Anwaltskosten? Weil das Einzige, was einem ja passiert, sind ja, dass ich die Anwaltskosten tragen muss. Also ich wäre dann, wenn jetzt kommt eine Abmahnung ins Haus und da steht drin, also sie haben Musikdateien ins Internet gestellt, dann sage ich, ja Moment, hallo, ich betreibe einen offenen Hotspot, das war nicht ich, das war jemand anders und wer kann ich dir nicht sagen. Und dann stellen die immer sofort auf den Unterlassungsanspruch um, weil die sind nicht dumm, das sind gute Kanzleien, die da vertreten und sagen, ja gut, aber du bist Störer und zitieren die 3 Urteile. Und dann sagen die, ja, und weil du Störer bist und weil du im Verzug bist, weil diese Unterlassungspflicht, die trifft dich ja in dem Moment, wo die Inhalte schon eingestellt werden, deshalb musst du auch die Anwaltskosten tragen. Deshalb machen das die Kanzleien erst überhaupt.
anders würden die das ja gar nicht machen, das wäre für die völlig unattraktiv. Und so argumentieren die Gerichte auch, die sagen also, okay, ich muss die Anwaltskosten tragen. Meiner Meinung nach nein, denn in dem Moment, wo ich keine Kenntnis habe, trifft mich auf keinen Fall eine Prüf- oder Handlungspflicht. Haben wir ja vorhin gesehen. Weil ich bin nicht verpflichtet, den Netzwerkverkehr zu überwachen. In dem Moment, wo ich Kenntnis davon habe, treffen mich aber vermutlich keine Handlungspflichten. Also auch dann bin ich nicht in Verzug, denn mich trifft keine Unterlassungspflicht. Und damit folglich keine Anwaltskosten zu tragen. Wie gesagt, wenn die OLGs und der BGH meiner und auch der Ansicht von manchen Kollegen folgen, dann haben wir Glück, dann können keine Anwaltskosten. Wenn sie der Ansicht folgen, die das LG, die drei Landgerichte gemacht haben, dann kommen auch die Anwaltskosten zwangsläufig aufeinander zu. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was man machen soll. Ich meine, im Prinzip läuft es darauf hinaus, wenn ich ein offenes Funknetzwerk betreibe, dass ich das so lange betreiben kann, bis ich zum ersten Mal abgemahnt bin, danach muss ich es verschlüsseln. Weil danach hafte ich dann natürlich schon weiter, wenn ich dann die Verschlüsselung nicht erfülle, wenn mich die rechtliche Pflicht trifft, also wenn das Urteil da ist. Und dann hafte ich auch auf Schadensersatz. Aber also es ist irgendwie eine obskure Situation sozusagen. Also ich darf ein freies Funknetzwerk betreiben. In dem Moment, wo ich zum ersten Mal abgemahnt wurde, darf ich es dann nicht mehr betreiben und die Anwaltskosten muss ich zahlen. Also ich finde es total verquer. Es kann eigentlich auch nicht sein. Also ich finde da meine Ansicht wesentlich überzeugender. Ja. Und dann kommt der BGH, nicht der BGH, die Landgerichte, die bringen da was durcheinander. Die sagen da immer, ja, Moment, eBay, die müssen doch auch überwachen. Da gibt es diese tolle Rolex-Entscheidung und jetzt gibt es noch eine neue Entscheidung. Wo also beim BGH wurden Rolex, nicht beim BGH, bei eBay wurden Rolex-Plagiate angeboten und Rolex fand das irgendwie gar nicht so lustig, weil die haben ja natürlich das Markenrecht auf Rolex und ich darf natürlich keine Rolex-Plagiate verkaufen, wo Rolex draufsteht. Und das war auch so gelistet als Rolex und dann haben also die eBay in Anspruch genommen und haben gesagt, dürft in Zukunft keine Aktionen mehr mit Rolex-Plakaten machen, ihr müsst schauen, dass da keine mehr reinkommen. Es kam also bis zum BGH, weil eBay hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Es kam bis zum BGH und der BGH hat dann gesagt, ja, eBay, doch, du musst, weil du hast die Möglichkeit, irgendwelche Filter zu installieren, um Produkte, die mit Rolex angeboten werden, anzuschauen. Dann zu schauen, ob da Plagiat dabei steht oder ob aufgrund des Preises, was natürlich bei einer Aktion ein bisschen verquer ist, wenn ich mit 1 Euro anfange, aber okay, der BGH ist halt auch nicht, die sind halt auch alle schon ein bisschen älter, ja, die haben bei eBay wahrscheinlich auch noch nichts gekauft, aufgrund des Preises, wenn die günstig sind, dann musst du also schauen, dass du diese Angebote löschst. Ja, das stimmt. Also es steht zwar auch im Paragraph 8 drin, dass ich, also gehen wir da nochmal hin, ein Paragraph 7, ich komme immer durcheinander, weil es früher 8 Teledienstegesetz war, bis 1.6. oder so, oder 1.4. Die Verpflichtung zur Diensteanbieter sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Das heißt übermittelten oder gespeicherten. Und das trifft natürlich auch eBay. Das heißt, eigentlich müssten die auch nicht überwachen oder forschen. Aber das beißt sich ein bisschen mit Paragraph 10 Absatz 1 Nummer 1 Telemediengesetz, der sieht nämlich vor, dass wenn mir Tatsachen bekannt sind, aus denen rechtswidrige Handlungen offensichtlich werden, dann muss ich Schadensersatz leisten. Und wenn ich natürlich weiß, okay, da gibt es immer wieder Tatsachen, es kommen immer wieder Rolex-Uhren rein, Plagiate, und diese Tatsachen sind mir auch bekannt, weil eBay ist ja die Situation wieder so, dass die Daten ja gespeichert haben. Es ist ja wesentlich leichter für die als für einen Access-Provider irgendwas zu filtern. Die gehen einmal durch ihre Datenbank, alles was Rolex ist, und dann filtern die das. Das ist ja jetzt nicht so der Aufwand. Ein Access-Point dabei zu überwachen ist natürlich wesentlich aufwendiger. Und da es einen Schadensersatzanspruch gibt, muss es logischerweise auch einen kongruenten Unterlassungsanspruch geben. Das ist zumindest in der Rechtswissenschaft so anerkannt. Schaden verhüten ist besser als Schaden vergüten. Es reimt sich auch noch und deshalb stimmt es wahrscheinlich. Und von daher, bei eBay stimmt die Argumentation. Das allerdings 1:1 auf die Access-Provider zu übertragen, passt erstens sachlich nicht, weil die Host-Provider eben wesentlich bessere Möglichkeiten haben, das Ganze zu überwachen. Als zweitens auch rechtlich nicht, weil für die Host-Provider eben der 10 Telemediengesetz gilt, während für die Access-Provider der 8 Telemediengesetz gilt und der sieht einen Schadensersatzanspruch vor, nur bei kollusiven Zusammenwirken. Von daher passt auch dann diese Rückübertragung wieder auf den 7 nicht. Ja. Jetzt hat
hat, glaube ich, der Herr Hören war es, oder der Herr Gerke, ich weiß es nicht. Der Herr Gerke kommt ja auch noch, der übernächste Vortrag, geschrieben, ja, das ist zwar alles falsch, was die Landgerichte gesagt haben, das ändert sich aber durch die Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Also Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, muss ich hier nichts zu sagen. Ich mache dann auch im anderen Shelter gleich im Anschluss einen dezidierten Vortrag zur Vorratsdatenspeicherung und wie die eben genau umgesetzt werden soll im Telekommunikationsgesetz und in der StPO. Also das nächste Verbrechen, das uns die Innenpolitiker antun wollen. Sagt also, okay, das ändert sich jetzt, weil der muss ja in Zukunft sowieso nach § 111 Telekommunikationsgesetzentwurf die Identität seiner Nutzer feststellen und dann kann er auch gleich, dann muss er auch gleich noch irgendwie die Verkehrsdaten speichern und dann passt es sowieso alles und dann ist Anonymität sowieso nicht mehr gegeben und dann passt es. Und dann machen wir das auch. Ja, allerdings steht das im 111 Telekommunikationsgesetz nicht drin. Da steht nur drin, wenn man eine Rufnummer oder eine Anschlusskennung vergibt. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wer es war, und dann hat er eben so behauptet, ja, aber das müssen wir dann irgendwie analog machen. Also analog ist immer, wenn was nicht so genau passt, aber dann machen wir es trotzdem, weil es irgendwie denselben Zweck erfüllt und es eine Regelungslücke ist, dann, die müssen es also trotzdem machen. Naja, also das geht natürlich nicht. Also erstens steht dezidiert drin Rufnummer oder Anschlusskennung. Zweitens kann ich in dem Bereich keine Analogien ziehen, es geht um sehr grundrechtssensible Bereiche, da gilt der Vorrang des Gesetzes, ich brauche also ein parlamentarisches Gesetz, um einen Grundrechtseingriff zu rechtfertigen und dieses Gesetz gibt es eben nicht, also das mit der Analogie halte ich für völlig verfehlt. Ich hoffe, dass das keiner abschreibt, weil das gibt es ja oft, dass die Leute das einfach ungesehen abschreiben und dann steht es in irgendwelchen Kommentaren und irgendwann entscheidet es ein Gericht und dann ist es Fakt, aber also die Gefahr besteht immer. Und dadurch, dass also, und dann kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, der 113a Telekommunikationsgesetz sieht also dann eine Speicherpflicht vor von Verkehrsdaten, dazu nachher mehr im Shelter Foo, wenn Verkehrsdaten erzeugt oder verarbeitet werden. Und da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Der rein technische Vorgang der Übermittlung, also in einem Router oder in einem Access Point von IP-Adressen, der erzeugt immer Verkehrsdaten. Ja. Das ist aber schon Teil der Definition Verkehrsdaten. Jetzt, wenn ich aber nochmal Verkehrsdaten verarbeiten oder erzeugen muss, damit ich speichern muss, muss meiner Meinung nach, das hat wahrscheinlich der Gesetzgeber ein bisschen anders vorgestellt, aber es hindert uns ja nicht daran, es trotzdem so zu verstehen, führt meiner Meinung nach dazu, dass wir einen zweiten Schritt brauchen. Wir brauchen einen zweiten Erzeugungs- oder Verarbeitungsschritt. Sprich, ich brauche ein Abrechnungssystem oder ich brauche ein Authentifizierungssystem, damit mich diese Verpflichtung trifft. Alles andere wäre auch sinnlos, weil ich muss ja nach Vorratsdatenspeicherung nur die IP-Adresse speichern, die ich dem gebe, wenn er sich einwählt. Ja, ich mache aber doch dann Network Address Translation. Also dann speichere ich die 10.0.0.1 und die MAC-Adresse, also die 00 irgendwas sonst wie, und die ist dann auch noch falsch. Und ja, das war's dann. Und online geht er aber mit der 84.254.13.2 und dann kommt es also zu dir und dann sagst du, ja, aber sie müssen noch das speichern. Dann sage ich, ja, die habe ich schon gespeichert. Nur ich kann dir nicht sagen, wer da wann welchen Port und sonst wie. Da müsste ich ja den Port, den Destination, den Source Port, die Sequence Number und allen möglichen Zeug speichern, damit ich das wirklich dann auf die lokale IP-Adresse zurückverfolgen kann. Und diese Verpflichtung legt uns die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung und auch die Umsetzung nicht auf. Von daher ändert sich daran durch die Vorratsdatenspeicherung auch nichts, was letztendlich dazu führt, dass die offenen Funknetzwerke vielleicht unser Rettungsanker werden. Gut, Zusammenfassung. Störerhaftung ist Vorkenntnis auf jeden Fall ausgeschlossen. Anderer Ansicht alle Gerichte, die sowas entschieden haben. Wobei allerdings sagen muss, es gibt in der Literatur eine sehr starke Strömung dagegen. Also eigentlich jeder, der sich da ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat, hat gesagt, das ist falsch. Eine Pflicht zur Verschlüsselung gibt es nach Ansicht der Gerichte, ja. Eine Pflicht zur Portsperrung gibt es nach Ansicht der Gerichte, richtiger Ansicht nach nicht. Ich würde mich da auf jeden Fall dagegen wehren, wenn da also irgendwie ein Schreiben kommt von den Anwaltskanzleien, zitiert ihr mich, ja, und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also meine Aufsätze meine ich damit. Also andere Ansicht sind die Gerichte, Schadensersatz auf keinen Fall. Nur wenn man vorsichtig mit dem Täter zusammenarbeitet. Strafrecht gilt das Allergleiche. Weitere Informationen, Gietl, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, 2007, Seite 405, fortfolgend. Das ist eine Anmerkung zum Urteil vom LG Frankfurt. Und auf andreasgietl.de kommt im Oktober noch ein Beitrag in der Multimedia und Recht. Und die Urteilsanmerkung ist auch im Volltext auf meiner Homepage. Wenn noch Fragen bestehen, bitte.
Dankeschön. Fragen? Keine Fragen? War der Vortrag so schlüssig? Ja, du hast gesagt, wenn ich jetzt also mit NAT den Internetverkehr den ausgehenden Verkehr überdecke, dann nützt mir ja die Speicherung der lokal per DHCP vergebenen IP-Adresse eigentlich nicht weiter. Mhm. Könnten die dann nicht einfach auf die Idee kommen, sagen, okay, jetzt musst du halt Protokoll führen, wen du wann wohin genattet hast? Nein, das sieht das Gesetz nicht vor. Das Gesetz sieht ganz klar nur vor die IP-Adresse und den Zeitpunkt und die Anschlusskennung. Und bei der Anschlusskennung wird es ja schon schwierig. Da müsste ich dann die MAC-Adresse speichern, das ist aber eigentlich keine Anschlusskennung. Also es passt einfach nicht. Also es ist, ich denke, man wird sehen. Also die Regulierung, die Bundesnetzagentur hat ja die Befugnis, das zu regulieren und das durchzusetzen. Und ich denke aber nicht, dass da was kommen wird. Also es wäre auch einfach... Es wäre eine überschießende Umsetzung der Richtlinie und damit auf jeden Fall verfassungswidrig. Ja, bitte? Bitte mit Mikrofon, es wird aufgezeichnet. War in den drei Gerichtsverhandlungen der Angeklagte jeweils der als Dienstanbieter eingestuft oder gab es da irgendwelche Unterschiede? Erstens war der Beklagte, also war kein Strafrecht. Angeklagte klingt so negativ. Ist es auch? Nein, das haben die Gerichte nicht verstanden. Also die haben nicht gesehen, dass das Telemediengesetz oder Teledienstegesetz da anzuwenden ist. Das heißt, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann macht man unten ein großes Schild dran. Ich biete offenes WLAN an und dann ist es ziemlich klar, dass man sehr schnell argumentieren kann, ich bin Dienstanbieter. Ich glaube nicht, dass die deshalb nicht zu der Tatsache gekommen sind, weil sie davon ausgegangen sind, es ist nicht vorsätzlich. Sondern ich glaube, dass die das, die Vorschrift nicht kennen. Also meine These, beziehungsweise das LG Hamburg, die wollten sie nicht kennen. Also das LG Hamburg macht ja relativ viel so gewerbliches Schutzrecht, da sitzen ja die ganzen Verlage und Musikverlage und sonst wie. Und ich glaube, die wollten es nicht kennen. Weil die wollten eben den Unterlassungsanspruch haben. Punkt. Das heißt also, wenn man einfach so anfängt, damit zu argumentieren, ich bin Dienstanbieter, dann kann man das auch ohne weiteres durchkriegen, wenn man das nur fahrlässig macht. Das ist jetzt dann, also da gibt es dann keine Wahrscheinlichkeit, dass die Gerichte sagen, ja, das war nur fahrlässig offen, deswegen bist du kein Dienstanbieter. Ich würde einfach behaupten, dass ich es vorsätzlich gemacht habe. Das kann ja sowieso keiner nachweisen, ob du es vorsätzlich oder fahrlässig gemacht hast. Auf der sicheren Seite bist du vorsätzlich. Das ist völlig anerkannte Meinung in der Literatur. Was also aber allerdings Störerhaftung für Access Provider und Telemediengesetz angeht, ja, sieht der BGH immer ein bisschen anders. Ich glaube aber auch deshalb, weil er sich noch nicht ernsthaft damit befasst hat. Also es ging immer nur um Hosting-Provider. Und von daher hat er da immer ein bisschen anders argumentiert. Ich glaube aber, dass sich das letztendlich die Meinung durchsetzen wird. Also in der Literatur setzt sich es jedenfalls durch. Ja, also ich muss jetzt nochmal nachhaken. Die Prognose ist schwierig, ne? Also das finde ich jetzt ja schon wichtig, weil die ganze Argumentationskette baut ja darauf auf, dass man Dienstanbieter ist, weil ansonsten gilt für einen nicht dieser schicke Paragraph, mit dem muss ich nicht machen, also Paragraph 8, Telemediengesetz und sowas. Das heißt also, wenn ich das nicht durchkriege, sondern weil dann irgendwie das Gericht sagt, naja, es war nur vorlässig, bist eigentlich kein richtiger Dienstanbieter, dann habe ich ja schon verloren mit der ganzen Argumentationskette. Dann bleibt aber immer noch die Einschränkung, dass ich zumutbare Handlungspflichten haben muss und da bleibt meine Argumentation bestehen. Aber also letztendlich ist es mit dem Dienstanbieter nur eine zusätzliche Absicherung. Also eigentlich funktioniert die ganze Argumentation auch ohne den. Dann habe ich zwar Prüfpflichten, aber ich habe keine Handlungspflichten, weil ich es nicht. Und sowohl die Prüfpflichten als auch die Handlungspflichten sind nicht zumutbar. Also nach richtiger Ansicht. Meiner Ansicht. Dann ist es aber okay, wenn ich verpflichtet werde, das Netz zu schließen. Also. Dass ich dann verschlüsseln muss, oder nicht? Nee, ja, weil du keine. Ich lese mir die Folien nochmal durch. Weil du keine. Eigentlich die Geschichte mit dem Dienstanbieter ist eigentlich nur eine zusätzliche Absicherung in der Argumentation. Die ganze Argumentation läuft zusätzlich noch darauf hinaus, dass ich ja keine zumutbare Möglichkeit habe, die Rechtsverletzung zu unterbinden. Weil was soll ich machen? Verschlüsseln oder Portsperrung muss ich ja nicht. Das muss ich ja schon allein deshalb nicht, weil jeder anonym ins Internet darf. Das sagt das Telekommunikationsgesetz. Ja? Also das ist alles ein bisschen... Das ist alles eine sehr komplexe Argumentation. Ich würde da, wer sich wirklich genauer damit befassen will, auf meinen Aufsatz verweisen. Den kann ich auch gern verschicken, wenn ihn jemand haben will, den großen dann. Okay,
Wie ist das eigentlich mit den Urteilen? Sind die schon rechtskräftig oder haben die Beklagten auf Berufung verzichtet oder wie ist denn das mit denen? Also so viel ich weiß, nach dem, was, also das LG Hamburg-Urteil ist, so viel ich weiß, nicht rechtskräftig. Ich warte halt immer auf die Berufungsentscheidung, da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich hoffe, dass das OLG da dem LG richtig einen am Deckel gibt. Und wenn es einmal ein OLG entschieden hat, dann schaut es, glaube ich, ganz gut aus, dass es also, dass auch die anderen OLGs das so entscheiden. Also ist das ganze Problem momentan im Prinzip nur die Entscheidung von einem einzigen Richter? Es sind drei erstinstanzliche Urteile und das vom LG Düsseldorf ist, oder LG Mannheim war es, ist glaube ich rechtskräftig. Und aber LG Hamburg ist so viel, es ist der letzte Stand, den ich weiß, und ich kenne keine OLG-Entscheidung, nicht rechtskräftig. Okay. Sprich, es besteht noch Hoffnung. Ja, und die anderen zwei Urteile haben sie nur an dem von Hamburg orientiert. Die haben sich komplett dem angeschlossen. Okay. Und das heißt, wenn man momentan einfach keine Probleme haben will, einfach File-Sharing-Pods sperren, dann kommt das, solange die Rechtslage unklar ist, kann das Problem gar nicht entstehen. Ja, ist halt natürlich so, die Abmahnung kommt natürlich trotzdem, ne? Und dann sagt man zwar, ich habe zwar die File-Sharing-Ports gesperrt und dann sagen die, naja, sie hätten zusätzlich noch verschlüsseln müssen oder also den Anwalt. Ja, aber halt, wenn ihr den Leuten gar keine Möglichkeit gibt, überhaupt eine Abmahnung zu machen, indem ihr halt File-Sharing einfach nicht erlaubt, dass sie die ganze Zielgruppe das gar nicht machen kann. Also vor allem. Aber da müssen sie ja schon, das ist ja der zusätzliche Knackpunkt. Die Argumentation vom LG Hamburg, die Ports zu sperren, das greift natürlich viel zu kurz. Also ich meine, ich kann ja bei eMule oder sonst wie kann ich einfach andere Ports anstellen. Dann gibt es noch dieses, wie heißt das, IP2P oder wie dieses Modul heißt, was immer abstürzt. Das gibt es dann noch, dass das also dynamisch erkennt. Also bei mir stürzt es zumindest immer ab. IPP2P oder so. Und für Netfilter gibt es noch ein Modul, aber ansonsten, das hat er zum Beispiel als LG Hamburg gar nicht verlangt. Also statisch die Ports zu sperren würde reichen. Das würde ich aber nicht machen. Würde ich mich nicht darauf einlassen. Da zahle ich lieber die 300 Euro Anwaltsgebühren, weil ich lasse mir doch nicht von den Idioten die Freiheit nehmen. Ganz ehrlich. Also das ist meine Argumentation. Danke. Ist es nicht ein wenig paradox, dass auf der einen Seite mir ein anonymer Zugang berechtigt ist im Gesetz, auf der anderen Seite aber ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung kommt? Warum hat der Gesetzgeber das nicht einfach rausgenommen, dass ich einen anonymen Zugang haben darf? Ja, das ist, da gibt es ein, warum hat der Gesetzgeber nicht diese Anonymitätsregel abgeschafft? Oder was wollen Sie raus jetzt? Ja, genau. Es ist eine sehr paradoxe Situation, ja. Ich möchte jetzt da nicht so gerne drauf eingehen. Was sind Sie nachher in meinem zweiten Vortrag? In diesem Fall, ja. Dann gehen wir darauf ein. Also dieses unterschiedliche Schutzniveau ist tatsächlich ein lustiges Problem, ja. Also das wird auch in der Praxis noch wirklich schön werden. Das ist nämlich meiner Meinung nach nicht handhabbar, was da rauskommt. Ich hätte noch eine Frage. Wie schaut die Situation in Österreich aus? Ist die ähnlich oder keine Ahnung? Die müssen natürlich auch die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung umsetzen. Da wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Ansonsten gehe ich davon aus, das ABGB ist ein bisschen älter als das BGB, aber relativ identisch, dass es da wahrscheinlich genauso laufen wird. Wieder dann allerdings genau die Telekommunikations-, also meine Argumentation geht da immer auf diese, also auf diese Telekommunikations- und Telemedien-Paragraphen ab. Wie die genau in Österreich ausschauen, kann ich nicht sagen. Die sind aber auch relativ europarechtlich geprägt. Also gehe ich davon aus, dass es letztendlich das Gleiche dabei rauskommt. Eine Frage. Gibt es bei Einsatz von IPv6, wo ich keinen NAT habe, noch irgendwelche anderen Sachen, die mich da betreffen, außer dass die Logs, wer welche IP benutzt hat, jetzt wirklich Sinn machen? Bei IPv6 gibt es kein Network Address Translation mehr, weil ich so viele IP-Adressen habe, dass ich das nicht brauche. Das heißt, ich bin immer mit meiner externen IP-Adresse sichtbar. Ja. Ja, da müsste ich natürlich, da muss man die Argumentation überdenken. Es bleibt aber dabei, meiner Meinung nach, dass ich zur Vorratsdatenspeicherung nicht verpflichtet bin, weil ich das mir auch gar nicht möglich ist. Wie soll ich das machen, wenn ich einen Access Point habe? Also, und selbst dann vergebe ich doch auch lokale IP-Adressen und kann die wiederum keinen zuordnen. Die vergebe ich ja auch wieder per DHCP, oder? Sogar noch schlimmer, der Nutzer wählt sich seine IP-Adresse selber, du vergibst sie gar nicht mehr. Aha, keine Ahnung.
Danke. Danke für den Hinweis. Ist eine gut, ist eine gut, aber da ist ja noch ein bisschen hin. Außerdem müssen wir das denen ja nicht sagen. Die kommen da selber nie drauf. Für mich stellt sich die Frage, ob ein Portsperren überhaupt nötig ist oder ob der Richter nicht eigentlich nur anordnen kann, dass eine bestimmte Rechner-Port-Kombination gesperrt ist, weil auf dem Port können ja noch andere Dienste laufen bei anderen Servern. Die können das natürlich anordnen, wenn sie denken, dass das sinnvoll ist. Es ist halt nicht sinnvoll. Von daher ist es auch falsch, das anzuordnen, aber die ordnen das halt einfach an. Die sagen, du musst entweder verschlüsseln oder die Portsperren. Also was die machen, die dürfen beim Unterlassungsanspruch ohnehin nicht sagen, du musst jetzt das und das und das machen. Sondern die sagen nur, du musst in Zukunft das unterbinden. Und dann müssen sie dir aber zeigen, dass du auch die Möglichkeit dazu hast, das zu unterbinden. Und da sagen sie eben, okay, du kannst verschlüsseln, du kannst Ports sperren. Also eine direkte Verpflichtung jetzt des Beklagten, dass er verschlüsseln oder Ports sperren muss, besteht ohnehin nicht. Ja? Sondern er muss es nur in Zukunft unterlassen. Und dieses zu sagen, verschlüssel doch oder sperr die Ports, ist nur Kette der Argumentation, du hast auch die Möglichkeit, das zu verhindern in Zukunft. Also eine dezidierte Auflage jetzt in Zukunft zu verschlüsseln oder Ports zu sperren, besteht ohnehin auch dem Beklagten gegenüber nicht. Wenn er eine andere Möglichkeit findet, dann kann er die machen. Okay. Aber wie gesagt, also diese Urteile, die sind einfach widersprüchlich. Also das passt halt nicht. Das sieht auch jeder so, nur die Gerichte nicht. Noch Fragen? Ich muss nämlich dann gleich rüber. Einige Freifunknetze möchten ja oder tun es bereits, öffentliche IPs an ihre Benutzer vergeben, die dann auch fix sind. Komme ich dann in die Pflicht der Vorrangsdatenspeicherung? Wenn Sie was machen? Wenn ich öffentliche IPs einsetze, die ja nach außen hin dann auch als solche sichtbar sind. Die Argumentation ist, also ich erbringe dann natürlich Internetzugang für Endnutzer. Das erbringe ich aber auch, wenn ich ein WLAN betreibe. Die Frage ist halt immer, erzeuge oder verarbeite ich Verkehrsdaten? Und da ist eben die Frage, also das ist ja noch nicht geklärt, diese Richtlinie ist ja noch nicht endgültig umgesetzt, das ist ja noch ein Entwurf, die soll ja, glaube ich, zum 1.1. oder wann in Kraft treten, die Umsetzung dann. Und das ist noch nicht geklärt. Also im Gesetz steht, Verkehrsdaten erzeugen oder verarbeiten. Und wie gesagt, meiner Meinung nach muss da noch ein Zwischenschritt dazwischen treten. Also es reicht nicht, dass ich einen Router habe, der einfach automatisiert diese Daten dadurch leitet, weil dann habe ich ja immer noch nicht die Zugriffsmöglichkeit drauf, sondern es ist ja ein rein technischer Verarbeitungsvorgang. Und erst dann, wenn ich quasi so das irgendwie ausleite in ein Authentifizierungs- oder Abrechnungssystem, erst dann bin ich eigentlich in der Lage, diese Verkehrsdatenspeicherung zu machen. Weil am Router selber kann ich nicht diese Datenmengen speichern. Na klar, ich kann die natürlich über Syslog oder sonst wie dann auf den Syslog-Server oder was vergeben. Aber und dann kommt immer noch hinzu, dass ich natürlich nicht weiß, wer sich dahinter verbirgt, hinter diesen einzelnen IP-Adressen. Es sei denn, ich identifiziere die vorher, aber dann ist es ja wiederum kein Freifunk mehr.